Doppelter Sieg und Aufstieg für den BTTC Grün-Weiß. Am Samstag ist auf dem Gelände des Tennisclubs viel los, denn es findet das Halbfinale der U18 und das Aufstiegsspiel der Herren 50 statt. Im Halbfinale der jungen Tennisspieler gegen den STC Berlin tritt auch Nicolas May an. Er steht gegen den ein Jahr älteren Paul Damrath auf dem Platz und liefert ab. Im ersten Satz verschenkt May noch einige Punkte, doch im zweiten Satz behält er den Fokus und kann das Match für sich entscheiden. Es war halt mehr so eine Sache von wegen Konzentration, weil ich hatte so das Gefühl, dass er heute nicht so gut drauf war. Ich kenne ihn normalerweise, ist ein sehr guter Spieler. Heute war er jetzt nicht so gut drauf, deswegen, wenn ich halt guten Spin auf dem Ball hatte, war es schwer für ihn. Nicht so glatt läuft es für Mays Mitspieler Miguel Bretag. Auch er hat mit Jan Heidel einen starken Gegner vor sich, der den ersten Satz dominiert. Doch Bretag beweist Kampfgeist, kommt im zweiten Satz an Heidel ran und schafft den Satzausgleich. Im Match-Tiebreak fehlt dem BTTCler jedoch die Power und so gehen die Matchpunkte an den STC. Runterkriegen lässt sich Bretag davon jedoch nicht, denn der Verein steht hinter ihm. Die Leute um mich herum sind alle super nett, vor allem Diego Vasquez, der Trainer und die Mitspieler, man fühlt sich wie zu Hause. Am Mittag spielen dann Jung und Alt nebeneinander, als die Herren des BTTC Grün-Weiß gegen den TC Bad Weißer Hirsch Dresden um den Aufstieg in die Ostliga kämpfen. Ein spannendes Match liefern sich der Berliner Jörg Kischke und Steffen Randl. Der Dresdner kann den ersten Satz zwar schnell für sich entscheiden, doch im zweiten Satz lässt Kischke seinen Gegner kaum noch Luft. Nach einem harten Kampf muss sich der BTTCler jedoch geschlagen geben, doch trotz der Niederlage ist er froh, für seinen Verein spielen zu dürfen. Dass es familiell ist, also jeder hilft hier jeden und es ist, wie soll ich sagen, es ist hier kein so Streitereien oder das Konkurrenzkampf oder sowas, das gibt es hier eigentlich gar nicht. Martin Melchior spielt schon seit seiner Jugend in dem Verein und das auf einem sehr hohen Niveau. Sein Können beweist er in dem Match gegen den Dresdner Volker Falk, als er ihn im ersten und zweiten Satz ganz klar übertrumpft. Ein erfolgreicher Spieltag geht zu Ende, denn die Herrenmannschaft kann seine Gegner besiegen und steigt somit in die Ostliga auf. Ich habe früher schon mit einigen aus der Mannschaft in der Regionalliga der Herren gespielt, bei den Herren 30, bei den Herren 40. Jetzt sind wir bei den 50ern angekommen und der Kreis schließt sich. Auch die U18 zieht nach starken Matches der Spieler Mariano de Dura Palomero und Sebastian Heinrich in das Finale ein und holt nach einem spannenden Spieltag gegen den TC 1899 Blau-Weiß den Berliner Mannschaftstitel der U18. Der BTTC Grün-Weiß hat mit diesem Doppelsieg und Aufstieg für viele Emotionen gesorgt, aber vor allem die Vereinsfamilie ein Stück näher zusammengebracht.